und Herren. Die Sonne ballert. Wie ihr da seht, ist Onkel Montana auch da am Start. Der guckt sich noch ein bisschen die Location an. Wink mal. Genau. So grüßt man in Mülheim. Ne? Einfach mal so. Aber wenn du so filmst, kannst du direkt aus der Hand filmen. Ja. Nee, nee, das meinst du nur. Nee, das weiß ich. Bin ich auf den Kopf gefallen. Die Halbglatze spricht aber dafür. Zieh mal die Kamera hier. Bex? Ja, du kannst dich jetzt mal nicht mit mir vergleichen. Ja? Alter. Nee, das ist ja auch schon nochmal 37 Kilo mehr drauf. Ja, ja. Jetzt ist er wieder schnell weg. So was hört er nicht gerne, der Cashmob. Der eitle Cashmob. Naja. Aber das ist halt die Wahrheit, ne? Wie sagt man? Real Talk. Das ist Real Talk. Cashmob ist dicker. Der Donkey Kong, wie sie auf der Erfolgsleiter. So, das seht ihr, wie sie momentan auf der Karriereleiter geht, immer mehr steil. Und? So, Busys letzte Aufnahme. Danach ist Schicht im Schacht. Busy, warte mal. Wink mal von da, genau. Hier hin, hier hin. Yeah. Top motiviert. Ja, super. Ich war jetzt gerade eben 73 Stockwerke da hoch, aber irgendwie ist das nicht cool genug für den dicken Cashmo, weil die Leiter nicht hält. Komm, wir drehen doch da hoch. Ja, aber Junge, der tut mir so leid. Der ist die ganze Zeit hin und her am Laufen, hat ein bisschen ein Sitzen, hat ein paar Wechselintos und der Achim scheucht den einfach durch die ganzen Lager einen Kilometer weit. Ja, so muss das sein. Ja, der Cashmo hat halt gestern die Location sehr gut ausgecheckt. Ja, so, ne? Ja, ja, der hat ein halbes Drehbuch vorgeschrieben. Und? Nein, er hat kein Drehbuch, er hat ein Drehblatt. Ich nehme dann lieber mit dem Mann. Ja, wo ist das denn jetzt? Ich weiß es doch nicht, wo. Kommst du einmal nach Düsseldorf, Alter, und wirst erstmal schön abgezogen. Ja, ja. Was willst du machen? Kannst du den mal halt. Der hat auch schon ein Sitzen, nicht mehr ernst nehmen. Nee, nee. Nein, nein. Guck mal, wie er wegläuft, Alter. Ich schwöre. Oh, warte. Lamm und heimlich hier verziehen. Warte, aber also bist du als Deutscher doch gewohnt, oder? Ich muss eben meine ganzen Drogen zur Seite packen. Ja. Kannst du. So, jetzt habe ich alles. Und eigentlich gehört nichts davon mir, aber ich nehme es dankend an. Du kannst jetzt vorbeilaufen, ja. Bestimmt. Lauf, Forrest, lauf. Cut. Aber jetzt, beste Szene verpasst. Alles klar mit dem Schütteln. Alles klar. Okay, komm. Hatten, ey, haben wir ein bisschen. Komm, durchziehen. Ja, der hängt noch raus. Von den Knöpfen gekriegt, oder was? Komm. Ohne Knöpfen. Ja. Yeah. Und was ihr Pumper mit Brustpresse? Denn wenn wir kommen, brauchst du Fotze eine Schussweste. Alles auf fix. Spring die Ware per Jetflieger, setz Giga Hole mit Banderhole. Ey, das ist ein Loch, Alter. Der fährt da gleich rein. Fällt dir nicht gut. Ey, da muss einer mitkommen. Aber da gibt eine geile Szene. So, hier bin ich bei meinem super Tätowierer, weil ich kam hier von Kritzelkratzel in Eichstätten. Ja, hier bin ich heute, wohlgemerkt an einem Sonntag, weil ich heute mal wieder Sonderbehandlung habe, weil eigentlich ist der gute Mann für die nächsten 9 Monate ausgebucht. Aber das sind eben die Vorzüge eines Rapstars und die muss ich natürlich auch mal ausnutzen. Ja, war der mega übersexuelle Blick für sie. Boah, ja, ich hab Cashmo besucht. Jetzt fühlt sich aber an, als hätte ich schon viel weiter rum. Ja, das wandert jetzt bei ihm langsam in den Intimbereich vom Gefühl her. Hm. Bis nachher eine Erektion vonstatten läuft. Schon da. Ja, meine Freunde, hier gerade im beschaulichen Freiburg, also ich glaube direkt neben Freiburg, ja, waren wir jetzt hier gerade, wie ihr auch gerade gesehen habt, im schönen Kritzel-Kratzel-Tattoo hier, wo der Busy sich gerade tätowieren lässt. Video ist eigentlich fertig, werden noch ein paar Sachen gedreht, aber das alles hinter den Kulissen, ne, das Undercover. Ja, aber wisst ihr Bescheid? Bald geht's los, Cashmo busy, check das aus, Chiki Chiki Wawa, mach mal Kepalava, ne? Mardu 4. Alles auf X, alles auf X, mach dein Ding und mach es richtig, mach es nicht.